Und wir weiten das Thema weiter aus. Bei uns im Studio ist jetzt Weltinvestigativreporter Lennart Fahler. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie sich die letzte Generation genau strukturiert, wie sie arbeitet? Was ist das für eine Organisationsstruktur? Also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das ein Haufen Langzeitstudenten sind, die sich ab und zu mal treffen und irgendwie auf der Straße demonstrieren gehen, sondern das ist schon eine ziemlich gut geölte Maschine. Die sind auch intern ganz klar klassifiziert, diejenigen, die sich intern Ja's nennen, die auf die Straße gehen, die da blockieren. Dann gibt es die sogenannten Jacks, ja, aber kein Knast, die zwar auf die Straße gehen, aber wenn sie Ärger mit der Polizei bekommen, dann eben auch die Blockaden lösen. Und es gibt Leute, die sich als Neins definieren und die den ganzen logistischen Support drumherum organisieren. Und das sind mehrere hundert Personen deutschlandweit. Und ja, es funktioniert relativ eng getaktet alles. So, es funktioniert natürlich auch nur mit Geld. Schon allein die Banner, aber jetzt auch, wenn man dann vor Gericht steht, das kostet alles. Woher bekommen Sie das Geld? Wie werden Sie finanziert? Also es gibt natürlich private Spender, es gibt ein großes Spendenkonto. Wir haben natürlich keinen Einblick da rein, wie viel da zusammenkommt. Die letzte Generation hat selber mal einen sechsstelligen Betrag im Sommer schon lanciert. Also man sieht, da kommen schon größere Summen zusammen. Und es gibt eben noch eine größere US-Stiftung, der Climate Emergency Fund, wo Philanthropen wirklich Geld spenden und auch dezidiert an solche Organisationen wie die letzte Generation. Es wurden, glaube ich, 3,5 Milliarden Dollar gespendet an 11 verschiedene europäische Organisationen. Und ein Teil davon ging eben auch an die letzte Generation. Wir haben es gerade schon gehört, immer mehr Experten und auch einige Politiker ziehen jetzt den Vergleich zur RAF. Inwieweit erkennst du denn einen Spielraum, dass sich diese Gruppe noch weiter radikalisiert? Ja, also ich halte jetzt nicht so wahnsinnig viel von diesem Vergleich auf diese Gruppe, die letzte Organisation bezogen, weil sie schon einen sehr klaren Aktionskonsens haben, der Gewaltfreiheit propagiert. Aber man muss das Ganze, glaube ich, mal weiten. Und man sieht jetzt schon, dass es eben linksextreme Gruppierungen gibt, die zur Solidarität mit der letzten Generation aufrufen. Die Interventionistische Linke zum Beispiel heute. Das ist ein Verein, den der Verfassungsschutz als Scharnier zwischen der militanten, gewaltorientierten Szene und der gewaltfreien Szene sieht. Und ich glaube, da kommt die letzte Generation schon in ein anderes Fahrwasser, wenn sie sich mit solchen Organisationen gemein machen in Zukunft. Vielen Dank, Lennart, für deine Zeit und deine sehr spannenden Informationen und Details. Dankeschön. Danke. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.